Ich habe noch so viele schöne neue Spiele, die ich hier demnächst machen möchte. Ja, da wird noch einiges auf euch zukommen, denke ich mal. Also das wird dann interessant, sage ich erstmal so. Hast du gedacht, du kriegst mich, du Flottermaus, oder? Die hat mich gerade gekriegt, hat ihr aber nichts genutzt. Die haben wir auch. So, dann werden wir das hier mal so lassen. Und dann hier hinter gleich weiterbauen. Ne, auf 9 habe ich die Dinger. Wenn einer nicht mit Shadowrun was anzufangen weiß, das basiert auf einem Pen and Paper Rollenspiel eben. Wenn ich weiß, was das ist ja quasi Computerspiele damals und unsere Version der alten Generation eben vor die Computerspiele damals noch komplett ohne PC, aber schon mit ja ausgefeilten Charakteren, die auch verschiedene Werte hatten, Stärke, Konstitution und so weiter und so fort. Wenn man den DSA-Computerspielen was anzufangen weiß, was das ist. Die basieren ja auf ja eben auf das Schwarze Auge. Auch auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, was ich auch sehr liebe, dieses Spiel. Also ich habe da einen Zwerg und wir spielen in unserer kleinen DSA-Runde, spielen wir ab und zu mal wieder hier jetzt, so öfters. Einmal die Woche mindestens. Macht schon tierische Laune, muss ich sagen. Vor allem, wenn man dann mal wieder, ja, genau weiß, was die anderen Leute vorhaben. Und man nichts dagegen machen kann. Irgendwelche Elfen, die dann anfangen, sich einen Säbelzahntiger zu zähmen oder so. Und während unsere magisch begabte Elfe tierisch auf die Schnauze kriegt, weil, ja, sie leider vorne im Kampf steht und das nicht so toll findet. Ist letztes Mal fast etwas schief gegangen, aber, ja, meine Rüstung von meinem Zwerg hat da so ein bisschen das Schlimmste verhindert. Das war das reinste Tankduell. Ich konnte ihm keinen Schaden machen, er konnte mir keinen Schaden machen. Für den Schaden waren dann die anderen zuständig. Ich bin hier auch gerade für den Schaden zuständig. Leider bekomme ich hier momentan nur einen, nur Schaden. Dann kriegen wir schon wieder gut was hier zusammen an Geld. Wir haben schon wieder fast ein halbes Gold. Also das ist schon mal wieder nicht schlecht hier. Hat er gedacht, er kriegt mich, aber dem war nicht so. So, wollen wir mal gucken, dass wir das hier auch noch alles weggebaut bekommen hier. Ich weiß gar nicht, weiß immer noch nicht, was man mit den Ascheblöcken anfangen kann. So, da möchte ich nochmal hier ein Brett reinhaben eben. So, dann nehmen wir das hier eben noch. Wie ist die denn hier so schnell durchgekommen? Ach, die hatte ich schon mal erwischt wahrscheinlich. Sonst hätte ich die gar nicht so schnell eben abknipsen können. Das lasse ich erstmal so runter hier. So, kleinen Lavavorhang. Fledermäuse, habt Spaß damit. Na, den kann da nicht viel bei passieren. Das ist das Dumme da dran. Mir kann Lava was antun, den Flottermäuse nicht. Das ist gerade ein bisschen doof. So, und dann geht das jetzt hier auch noch weiter. Wow, 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 wow. Das war schon, also echt gerade fies. So, und dann bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht demnächst noch ein anderes Let's Play mache. Und zwar ist das ein älteres Spiel, von dem ich gerade den Namen vergessen habe. Was ich auch schon länger hier rumliegen habe. Das gab es damals das war damals ein Online-Rollenspiel-Shooter-Gedöns. Geht so ein bisschen um das Ende der Welt. Und, lässt sich heute leider nur noch im Einzelspieler-Modus spielen, weil, online gibt es nicht mehr. Die Server haben sie abgeschaltet. Wenn ich jetzt gerade noch wieder wüsste, wie dieses alte Spiel heißt, verdammt. So. Und das habe ich jetzt eben gerade vergessen, wie das Spiel heißt. Das ist, ich habe es damals echt geliebt und dann haben sie die Server abgeschaltet, die Schweine. Was soll man machen? Es kann nicht alles funktionieren. Da
Da ist noch eine Feuerblume gerade gewesen. Das bauen wir auch mal alles weg hier. Wenn ich jetzt mal wüsste, wie das hieß. Ich weiß es echt nicht mehr. Es gibt so viele schöne Spiele, die sie dann abgeschaltet haben. Gut, bei einigen war das echt zu Recht, dass sie es abgeschaltet haben, weil die unter aller Sau waren. So zum Beispiel Neocron. Am Anfang war das wirklich noch richtig gut und dann, ja, haben die Hersteller dieses tollen Spiels haben so viel Scheiß gebaut. Die haben da so viel geändert, was das Spiel so kaputt optimiert hat. Das ging nachher gar nicht mehr, muss ich sagen. Da war ich dann echt froh, dass sie es nachher abgeschaltet haben. Obwohl es dann, glaube ich, nachher nochmal wiederkam mit Neocron 2, was im Endeffekt genau derselbe Kram war, nur mit einer 2 dahinter. Weil verbessertes Spiel heißt nicht immer wahrscheinlich, dass es besser ist, sondern einfach nur, für uns ist es billiger. Das ist so wie verbesserte Rezeptur bei einigen Sachen, die man so kaufen kann, so im Laden von, was weiß ich, so Pizza oder so. Da steht dann großkotzig verbesserte Rezeptur und das Einzige, was an der Rezeptur verbessert ist, dass es den weniger kostet, um es herzustellen. Man freut sich so richtig schön auf, was weiß ich, sein Lieblingsessen da und dann liest man verbesserte Rezeptur und weiß, es wird ganz komplett anders schmecken. Man wird es nie wieder so genießen können, wie es war. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Das ist doof. So, hier machen wir mal die wieder hin. Ja, die sollte ich jetzt hier vielleicht auch mal richtig setzen, ich Idiot. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich werde auch gleich wieder nach oben. Kurz. Mal gucken. Das Geld in Sicherheit zu bringen, damit wir auch nicht wieder alles verlieren, wenn wir am Abkratzen sind hier wie die Blöden. Aber momentan hält sich das mit unseren HPs ja noch in der Waage so ein bisschen. Sagt der Zombie auch. So, und dann brauchen wir wieder Holz, was ich nicht habe. Ich habe kein Holz mehr. Okay, ich muss jetzt doch nach oben, ich brauche Holz. Und tschüss. Und nach oben, und da ist er wieder. Marquis, mein Freund, gib mir doch mal Mumpeln. Was hat er denn hier so Schickes? Unheiliger Pfeil hat er? Mini-High? Ja. Illegale Gewehrteile, die können wir uns natürlich nicht leisten. Jetzt machen wir hier erstmal ordentlich was von voll. Gut, da haben wir ja noch mehr. Machen wir das mal eben so. Da haben wir noch mehr. Machen wir das mal so. Ja, dann knallen wir da jetzt erstmal ordentlich was rein. Und dann sehen wir weiter. Das hier, Holzpfeil und Holzpfeil, die können wir auch mal stecken hier. So, machen wir das so und dann können wir uns 1000 Schuss Munition können wir uns jetzt in die Taschen stecken hier. Dann haben wir es mal wieder ein bisschen was. Was dennoch über ist, das schmeißen wir wieder ins Sparschwein. Ja, warum heißt das Sparschwein? Das Thema lässt mich jetzt gerade nicht los, merkt ihr auch. So, da haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was und die restlichen 21 Silber wandern in unsere Spardose. Juhu. Wie, die klaut mir hier einer. Gib Schläge. 6, 55, 12 haben wir. Das ist doch schon mal nett. So, als nächstes müssen wir uns erstmal wieder Holz... Habe ich hier noch Holz irgendwo drin? Ich glaube fast nicht, aber wir gucken einfach mal. Und dann sollte ich auf Anweisung eines Zuschauers von mir endlich mal Bier machen. Mir wurde auch gesagt, wie das geht. Ich habe es nur gerade vergessen. Ich meine, ich brauchte dazu Sand, um mir Gläser damit zu machen. Welche ich hier aber nicht habe. Da hätte ich sogar noch Truhen gehabt, ich Trottel. Naja, was soll's. Habe ich noch Sand irgendwo hier? Nö, habe ich keinen. Ich habe keinen Sand. Hm. Damit kann ich auch keinen Sand machen. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Aber die möchte ich hier einmal rausgenommen haben. Und einmal gucken, ob ich die dem Ding hier angezogen bekomme. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme. Dann haben wir hier so ein bisschen was rumstehen. Gucken wir mal, ob das geht. Ah, das geht. Und so kann man es wieder wegnehmen. Okay, das ist klasse. Dann machen wir das mal so. Vergangene Zeiten. Und den Meteorhelm werde ich hier auch mal reinpacken. Zack. Da ist unser Meteoranzug. Endlich steht er da. Ist ja mal schick. So, dann haben wir hier unten, haben wir jetzt auch noch wieder ein bisschen was wir hier reinschmeißen können. Hier haben wir noch wieder so eine alte
Alte Dings. Was bringt mir die denn? Okay, Wolke in der Flasche bitte. Das so. Der muss hier rein, die Feuerblüten packen wir hier rein, die Aschenblöcke packen wir hier rein. Obsidianziegel, da muss er sich kurz am Ohr kratzen. So, hat er sich am Ohr gekratzt. Leuchtstäbe, die können wir ja eigentlich auch loswerden. Den Enterhaken nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Der ist klasse, der gefällt mir. Glibber kann hier rein, Leuchtwurzel kann hier rein. Die Bomben brauchen wir auch nicht zwangsläufig. Und dann würde ich sagen, ja, das genau das würde ich jetzt sagen. Müssen wir, ja, wieder Holz besorgen, denke ich mal. Das ist ja mal doof. Gut, gehen wir mal eben Holz besorgen. Gucken wir mal, ob hier auf der rechten Seite irgendwo wieder was am Wuchern ist. Und ich möchte auch mal hier oben gucken, ob unser Meteorschild noch hält oder ob der inzwischen schon mal draufgekracht ist. Da ist schon mal eine Schnuppe. Da ist noch eine Schnuppe. Da krakeelt irgendwo ein Zombie. Wir haben auch gar keinen Schlüssel mehr, oder? Ah, wir können ja auch nochmal in den Dungeon. Ein paar Schlüssel besorgen. Da oben war ja noch irgendwo so eine alte Kiste. Da ist ein Auge, welches Glas und an den Linsen und Kupfermünzen fallen lässt, wo ich doch mich immer frage, wo hat dieses Auge seine Taschen für die Kupfermünzen? Hier, guck mal, hier sind sogar noch zwei Schnüppchen. Zack, zack. Und dann, holter die Polter geht's wieder zurück. Mandelfein köstlich, leicht einzigartig. Wie sie zerschmelzen und dabei knuspern, unwiderstehlich. Dämonenaugen. Kann ich auch mal hier oben gucken. Da oben war doch auch noch mal irgendwann was hier. Da ist auch diese alte Insel. Vielleicht können wir noch ein paar von diesen Harpien umnieten. Das wäre ja auch mal ganz nett. Achso. Huch! Hilfe! Ach ja, hier ist ja Schwerkraft und so. Tuk, 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 tuk. Die gab schon mal gut was. Flugabwehrgeschütze, Feuer! Hier ging das hoch, genau. Haha! Ach, guck mal, hier sind auch noch Bäume hier oben. Das ist ja mal klasse. Meine. Wow. Ja, so muss ich einen Flakpanzer fühlen. Dass auch noch irgendwas mit den Federn gibt, was man da groß draus machen kann. Vielleicht ein Fluganzug, das wäre ja auch mal ganz nett. Das hier, das sind irgendwelche Blumen. Da oben liegt Yeld. Hier sind noch mehr Bäume, auch alles meine. Die Harp hier dort kriegt uns gerade nicht. Sie versucht verzweifelt, aber sie schafft es nicht. Wie hier gerade an Geld verballern, das ist ja fürchterhaft. Ja, so ist doch gleich viel besser. So verballern wir nur Mana und das lädt sich wieder auf. So.